Hallo liebe Leute und willkommen zurück bei einer neuen Folge von Enchanted Arms. Lange ist es her, dass wir uns gesehen haben zu diesem Spiel. Ich muss mich jetzt hier erstmal wieder neu einfriemen, so wie es jedes Mal eigentlich der Fall ist, wenn ich eine lange Pause habe. Deswegen nehme ich eigentlich auch am liebsten immer jeden Tag neue Folgen auf, damit ich eben nicht Gefahr laufe, dass hier irgendwas in Vergessenheit gerät. Ach ja, den hatten wir ja auch noch. Mensch, mein Plan war jetzt eigentlich gewesen, dieser guten Dame hier einen Namen zu verpassen. Für den anderen habe ich mir jetzt ehrlich gesagt noch nichts Schönes überlegt. Ja, das kann ich ja dann, während wir hier durch den Sealed Ward streifen, mir weiter überlegen. Ich weiß nicht, ob ich das richtig schreibe. Ich glaube, Chibiusa schreibt man irgendwo noch mit so einem Bindestrich dazwischen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber immerhin kann ich ihr jetzt einen Namen geben, der in meinen Augen auch zu ihr passt. Und wie ich sie beschimpfen kann, ohne dass das sich für mich fremd anhört. Ja, aber bisher hat sie, glaube ich, nicht so viel falsch gemacht, sondern diesen Night Servant. Den muss ich mir mal ganz kurz angucken, ob der irgendwelche Besonderheiten hat. Ach, er hat ein Schild und ein Schwert und er ist ein Ritter und er sieht rostig aus. Okay, irgendwas wird mir schon einfallen. Das viel größere Problem ist, dass ich gar nicht mehr weiß, wo wir jetzt eigentlich hin müssen, um ehrlich zu sein. Haben wir das schon gefunden? Ah ja, ich erinnere mich. Wir haben Ether gefunden. That you do it. Ja, ich weiß wieder, in der letzten Folge, da haben wir das Ether aufgesammelt. Und ich habe dann davor gespeichert. Und jetzt geht es ein zweites Mal weiter hinab. Oh, und ich sehe dort einen Laden, da ist ein Speicher-Shop-Kristall-Dingsbums. Here we are then. What are you so excited about anyway? You're in a rare bad mood today, Mikado. Shut it. Isn't it getting cold down here? Cold. I might freeze solid. Toya, warm me up a little. Jetzt geht's hier los. Ob sich zwischen den beiden hier nochmal eine Romanze entwickeln wird, ich wage es ja anzuzweifeln. Vor allem dieser Healing-Spot hier, der ist, naja, irgendwie ein bisschen sinnbefreit, weil da oben war schon einer. Gut, wenn wir jetzt natürlich nicht nochmal hochfahren können, dann hat er vielleicht trotzdem seine Daseinsberechtigung. So, ja, wenn man natürlich komplett raus ist, dann weiß man auch dementsprechend nicht, was man jetzt eigentlich braucht und was nicht. Ich glaube, neue Skills gibt es hier nicht. Wir könnten uns jetzt überlegen, einen neuen Chor zu kaufen und irgendwie machen mich diese Chors ja immer noch total an. Und wir können uns einen Werwolf erstellen. Und auf den bin ich ja ein bisschen eifersüchtig, weil der hat längere Haare als ich, ja. Das kommt nicht allzu häufig vor, dass Gegner das von sich behaupten können. Und der hat Nieten auf seinen Arm, ja. Okay, egal. Ich sollte mich jetzt vielleicht mal eher den Synthetisieren widmen. Uns fehlen ein paar Speed Gems. Die sollte ich dann vielleicht nochmal kaufen. Das waren 5 Stück. Ja, ich kaufe die jetzt einfach. Vielleicht ist es total sinnbefreit, wofür ich hier mein Geld verprasse. Aber ich stehe einfach drauf, Sammlungen zu komplettieren. Und ich kann gerade nichts dagegen machen. Und wisst ihr, was das Coole ist? Ich kann mir trotzdem noch diesen Chor hier leisten. Und den werde ich mir jetzt auch gönnen. Auch wenn wir uns wahrscheinlich jetzt nicht beide erstellen können. Oh, schon wieder eine Olle. Nee, ich will lieber diesen langhaarigen Typen hier. Okay, wartet mal. Vielleicht sollte ich das ja ein bisschen intelligenter angehen, indem ich mir mal angucke, was die so können. Obwohl mir das hier gerade nicht angezeigt wird. Nee, ich mache jetzt den Werwolf. Der ist cool. Der hat eine lange Zunge wie Gene Simmons. Der kann bestimmt super geil Headbang mit seinen langen Haaren. Und ja, der gefällt mir so. Ah ja, doch, hier haben wir die Statuswerte. Recover Body oder Buddy klingt so, als ob er sich selber heilen könnte. Wartet mal, der hat auch recht viele EP, das ist auch gut. Ach, wisst ihr was, ich werde mich jetzt gar nicht weiter damit befassen. Ich synthetisiere den und erfreue mich an unserem neuen Pseudo-Pokémon. Mit langen Haaren, unser erstes Vieh, was auch mal ein bisschen gefährlich ist. Der spricht das rollende R. Auch das finde ich sehr genial. Das erste Vieh, was mal ein wenig furchteinflößend und gefährlich aussieht im Vergleich zu allen anderen.
Ja, das wusste ich, glaube ich, schon. Was brauche ich jetzt für die? Oh, die wollen alle diese Sweet Gems haben. Nee, damit kann ich euch jetzt leider nicht dienen. So, und Swappen brauche ich die, glaube ich, erst, wenn hier meine ganzen Slots voll sind. Und das ist jetzt noch nicht der Fall. Ich bin übrigens stolz. Ich habe mich noch kein Mal in dieser Folge bisher blamiert. Also nicht so richtig. Kaum spreche ich davon, wird ein Kampf losgetreten, wenn das mal kein schlechtes Zeichen ist. So. Ah, jetzt habe ich vergessen, unser neues Viechchen einzusetzen. Egal. Egal. Da müssen wir ja jetzt durch. Ach, wie habe ich das vermisst. Perfectly planned. Don't forget what you learned here. Unsere tolle Bande mit meiner Lieblingsschwuchtel, unserem Protagonistenversager und dem Streberidioten. So, wartet mal, ich möchte jetzt mal kurz die Party editen und ja, Chibusa, komm, hast du einen neuen Namen schon? Wirst du rausgekickt aus unserer Truppe? Ich möchte den Werwolf gerne. Wir können natürlich auch mal den Night Servant ausprobieren. Oh, ich bin mir unschlüssig. Ich bin mir wie immer unschlüssig und ich speichere jetzt lieber, weil... Ich meine, viel haben wir bisher noch nicht erreicht, aber... ich könnte mir vorstellen, dass ich in der Nähe eines Kristallshops oder wie auch immer man diese Teile nennen möchte, vielleicht auch ein dickes, fettes Monstervieh befinden könnte. Das Spiel scheint der klassischen Rollenspielmanier zu folgen. Oh, der ist groß. What? Trifft's ganz gut. Und den werden wir bestimmt nicht dazu überreden können, auf unserer Seite zu kämpfen. Das wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein. Okay, mein Freund. Ja, das ist jetzt vielleicht auch ganz gut, weil dann kann ich mich hier mal wieder ein bisschen mit dem Kampfsystem anfreunden. Und wir können gleich unseren Werwolf mal ausprobieren, der jetzt sein Debüt sofort feiert in Form eines Bosses. So, Recover Body. Light to Recovery of Own HP and EP. Sehr, sehr genial. Das heißt, er wird nie leer laufen. Das ist super genial. Grab with Wind Ether Discharge on Single Enemy. Der kostet ganz schön viel, aber richtet verhältnismäßig wenig Schaden an. Verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber ich werde jetzt bei dem nicht großartig rumexperimentieren. Ich gucke jetzt, was den meisten Schaden austeilt und werde mich danach auch ausrichten. Das ist meine simple, aber hoffentlich effiziente Strategie. So. Power of Fire. Yeah. Oh ja, der verträgt schon einiges mehr. Oh, ich mag unseren Werwolf. Ich brauche noch einen passenden Namen. Okay. Oh oh. Oh nein, oh, der trifft uns alle. Okay, das war, ja, das hat mir jetzt Respekt eingeflößt. Wann lernen wir eigentlich mal so eine komische Ex-Attacke? Irgendwie nervt mich das, dass wir da irgendwie... Ja, diese Anwahlmenü haben, aber nie irgendwie dahin können. Das war jetzt total bekloppt ausgedrückt, aber vielleicht versteht ihr trotzdem, was ich meine. So, jetzt haben wir natürlich das blöde Problem, dass er sich selber zwar recovern kann, aber nicht sein Umfeld. Was tue ich jetzt? Was tue ich jetzt? Okay, er kann sowieso aus seiner Position gerade nicht angreifen. Okay, dann recover dich mal. So, was machen wir mit dir, Teuer? Du bist nämlich wieder halb tot hier. Okay, der kann auch von hinten. Der hatte eine Ex-Attacke. Er kann eine Ex-Attacke machen. Warum kann er das unter Azuma nicht? Aber wisst ihr was, das interessiert mich gerade nicht, denn ich werde jetzt einfach diese Ex-Attacke mal nehmen. So, Makoto, wie sieht's denn um deine... Auch er hat eine Ex-Attacke. Ist mir vorher nie aufgefallen. Was kannst du denn machen? Blades of Light and Sound Attack All Enemy. Ja, ich probiere das jetzt einfach mal. Power of Fire. Yeah. Gut, den hätten wir dann zur Hälfte auch down. Oh, wie anmutig. Sein Haar schwingt, während er sich heilt.
Water! Yeah, jetzt kommt die erste Ex-Attacke in diesem Spiel. Oh, der sieht aus wie Sailor Merkur, wenn sie ihre Super-Attacke macht. Wow! Wow, der hat mal richtig gut gesessen, will ich meinen. You ready for this? You ready for this? Fall from the light. Habt ihr gesehen, wie er schon in die Knie geht, weil er so angeschlagen ist? Oh ne, der Giga. Nein! Wofür hat sich eigentlich Toya gerade bedankt? Er hat doch gerade Thank you gesagt, oder? We're winning! We're unstoppable! All thanks to Toya, not you. Cool, dieser Bosskampf ist irgendwie sehr amüsant. So, und jetzt kann unser Werwolf eventuell den finalen Schlag ausführen und ich werde jetzt niemanden mehr heilen. Ich hoffe, dass wir den jetzt niedergestreckt kriegen. Wie, der kann die nochmal machen? Warum kann der die nochmal machen? Ich verstehe es nicht, aber mach mal. Mach mal, Makoto, du kommst eh nicht mehr dazu. Yay, wir haben unseren ersten richtigen Boss besiegt. Woohoo! Sehr, sehr cool. We won! That was a tough battle. That golem was definitely the guardian of this place. Your arm, Atsuma. Is it okay? What? I'm not injured, I'm fine. That's not what I meant. I'm telling you, I'm fine. Come on, let's get inside there. We might finally understand what's caused all this. All right then, come on. Ja, ja. Oh, obtain Hammer Fist Core for Atsuma. Hammer Fist Core, ist das jetzt eine Attacke? Aber sind die Cores nicht eigentlich neue Monsterchen, die wir uns hier erschaffen können? Ich hab doch keine Ahnung. So, ich will jetzt wissen, was es mit diesem Core auf sich hat. Wie war das denn nochmal? Skill? Learn Skill? Skill? No learnable skills und no learnable skills. Hä, ist das jetzt... Ich muss jetzt leider nochmal kurz zurückgehen, auch wenn ich damit eventuell wieder Zufallskämpfe provoziere. Aber ich möchte doch wissen, was wir da gerade bekommen haben. Was ist denn ein Hammerfist Core? Okay, ganz in Ruhe. Wir gucken bei Item. Wir haben Use Item und wir haben All Item und da haben wir auch was wir suchen. An item required to synthesize a new weapon. Okay, das haben wir bisher noch nicht gemacht. Wie synthetisieren wir denn neue Waffen? Und ich hatte gehofft, ich komme durch die Folge, ohne mich zu blamieren, aber ich sehe auch dieses Vorhaben dahinschwinden. Hier haben wir die Option. Use a weapon core materials to synthesize a weapon. Select a weapon that you wish to synthesize. Ja, okay, das interessiert mich nicht. Was brauchen wir denn? Was brauchen wir? Warum ist das grau hinterlegt? Da oben. Wir brauchen Speed Gems. Oh nein, wie viel Geld haben wir? Können wir uns das leisten? Einer kostet 150. Wir brauchten drei. Ich glaube, ich kann mir das gerade so leisten. Ich kann mir das gerade so leisten und ich kaufe das auch, weil ich so blöd bin und auf alles reinfalle, was man mir andreht. Aber das ist mir jetzt gerade egal. Ich möchte jetzt diese verbesserte Waffe haben. Ich bin so ein Waffenfetischist. Ich möchte das jetzt haben. Ich möchte... Na, oh, fast hätte ich die gesellt. Fast hätte ich die gesellt im Eifer des Gefechts. Oh mein Gott, das hätte ich mir niemals verziehen. So, wir kaufen jetzt die drei und synthetisieren Atsumas Waffe. Und bekommen dann richtig, sehr, 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 sehr richtig leckere Status-Upgrades. Yay! Und ich hoffe jetzt, dass Hammernuckle die Waffe ist, mit der er jetzt auch momentan kämpft. Das hätte ich vielleicht mal prüfen sollen, bevor ich da Geld reingepumpt habe. Nee. Der hat den Bone Knuckle, aber wir können uns den anlegen.
Ist mir auch egal, Hauptsache wir sind jetzt besser und das ist passiert. Und wir können übrigens auch nicht gucken, damit ich der Langeweile die Krone aufsetzen kann, ob wir die nicht auch verbessern können. Und ja, das können wir. Und jetzt ratet mal, was ich wieder für ein Problem habe. Okay, ich verspreche euch eine Sache. Ich werde, bevor ich die nächste Folge aufnehme, mir aufschreiben, was die einzelnen Mitstreiter für Attacken haben. Azuma, Nahkampf. Teuer, nah und fern. Makoto, nur fern. Das kann ich mir noch merken. So schwer ist das doch nicht. Okay, wartet. So, er hat die Direct-Attacken bisher. Er hat auch diesen Elementarangriff. Aber ich weiß nicht, ob oder wie wir die Elementarangriffe hier verstärken können. Das erschließt sich mir nicht. Schief, wenn jemand eine Antwort weiß, so möge er sie mir doch bitte mitteilen. So, er hat ja ranged. Kann auch mal ein bisschen agiler werden. So, und dann möchte ich das noch weiter aufbauen und das. So, und er hatte... Ah, Teuer hatte auch Nahkampf, aber egal, es ist mir jetzt egal. So. Er hatte, glaube ich, auch irgendwas Supportiges in seinem Angriffsportfolio mit drin. Oh, jetzt hat er ein süßes kleines SP-Pünktchen noch über. So, und wir haben unseren Werwolf, der sich für den ersten Kampf mehr als wacker geschlagen hat. So, was hast du denn für Attacken, mein lieber Freund? Du hast Nahkampf, Fern und Support, wenn ich das jetzt richtig gesehen und interpretiert habe. Machen wir mal so. Ja, und dann hätten wir das auch geschafft. Ich muss mal kurz gucken. Ach, wir haben ein paar Minütchen. Wir sind noch nicht mal bei 20 Minuten. Da geht noch was. Nein, ich wollte gerade speichern. Ich habe gerade auf den Startknopf gedrückt, als diese Sequenz hier losging. Und ich dachte gerade kurz, hä? Was zum Teufel ist denn hier los? Ja, und wir haben nach dem Kampf schon wieder Zumas Arm thematisiert. Und wir erinnern uns zurück. Teuer hatte ja die Befürchtung geäußert, dass irgendeine unbekannte Macht Azuma über seinen Arm steuern könnte und dieser Arm uns eigentlich unterschwellig hierher bringt und oder hierher gebracht hat und Azuma in irgendeiner Form manipuliert. Deswegen klang Teuer gerade auch wahrscheinlich ein wenig verängstigt. Oh, wir haben übrigens wieder Geld. Es ist echt blöd, dass wir uns nur eins von diesen Tierchen mit in den Kampf holen können. Und die könnten uns auch langsam mal wieder eine Truhe spendieren. Ich freue mich immer, wenn ich eine Truhe sehe. Was sagt die Karte? Ich drücke immer genau den entgegengesetzt falschen Knopf. So. Sealed Ward Lower Corridor. It's cold down here. Everything's frozen. How could that be? Ice. Ach, Teuer, das war der Kommentar des Jahrhunderts. Ancients, a seal, golems. Sprich bitte in ganzen Sätzen, ja, vielen Dank. Azuma, I think maybe we'd better go back. Oh ja, der kleine Streberjunge, etwas Schiss. Oh, Teuer, du armes kleines Duzi, du. Azuma? Oh. Gott, how mysterious. Guckt euch jetzt Zumas Gesichtsausdruck an. My arm is talking to me? How could this be happening? Azuma, what's wrong? Are you okay? Yeah, it's nothing. Come on. Azuma, let's go back. There must be an exit somewhere. No, Toya! We might find out what's happened to the city. We might be able to save all those people. We might even learn something about my arm. Azuma? Toya, I think our leader might be right.
Meint er damit etwa uns? Ist Makoto auf unserer Seite? I am, so come on! Yay, cool. Okay. Oh, muss ich der arme kleine Toya geschlagen geben? Das tut mir jetzt aber leid. Okay, also Azumas Arm spricht offensichtlich mit ihm und die anderen scheinen das nicht zu verstehen, was auch immer das alles zu bedeuten hat. Oh, ich habe schon wieder den falschen Knopf gedrückt. Ja, ich werde es nie lernen. Sealed Ward Chamber liegt vor uns. Na, gucken wir mal.